Wir stehen hier vor dem Ferdinand-Wochenmarkt, der mehr als 100 Jahre hier an diesem Ort schon besteht. Es gibt viele regionale Händler aus Teltow, aus Marienfelde, die hier ihre Waren anbieten. Der Großinvestor Hut hat jetzt geplant, hier Büroflächen einzurichten und einen weiteren Supermarkt. Und die örtliche Bürgerinitiative gemeinsam mit der Linksfraktion kämpft dafür, dass der Wochenmarkt an dieser Stelle erhalten bleibt. Wir schlagen eine städtebauliche Erhaltungssatzung vor, damit die Fassade nicht geschlossen wird und der Wochenmarkt hier weiter bestehen kann, weil er auch eine wichtige soziale Funktion hat und viele Menschen aus dem Kiez hier einkaufen gehen.